Welt, da sind wir wieder und wir sind immer noch in unserem Camp. Ja, wir haben das Camp immer noch nicht fertig gebaut, aber wir haben in der letzten Folge auch ein bisschen was anderes gemacht. Und so ein paar Zutaten geholt, Pilze gepflückt, Verbrannte geschlagen. Als ob sie nicht schon geschlagen genug wären. Und Tee gebraut. Haben wir denn noch was zum Brauen? Irgendwie wachsen unsere Sachen hier gar nicht so richtig, habe ich den Eindruck. Vielleicht sollten wir die Siedlung mal länger verlassen. 17 Stunden, das ging aber letztens ratzfatz. Und vielleicht wächst da tatsächlich... Da war doch was Gemeines gerade, was Fieses. Wo? Ich habe was Rotes gesehen hier, als wir im Loch standen. Was war das denn? Generator? Nö. Da war was rot gerade. Ja, nur nicht übermütig werden jetzt, weil wir in letzter Zeit nur Stufe 1 Gegner hatten. Was war denn da rot? Habe ich Halluzinationen schon? Ja, dann wird es aber langsam Zeit. Och, ein bisschen machen wir noch. Nur noch ein bisschen. Nee, ich weiß nicht, was da rot war. Ja, ich glaube, die Früchte wachsen nicht nach. Ich bin mir sicher, das ist schon länger als 17 Stunden her, dass wir geerntet haben. Aber da haben wir ja gleich die andere gepflanzt und da ist ja auch nichts nachgewachsen. Ach, da ist noch so viel unentdeckt hier. Ja, interessant. Für die Werkstätten im Allgemeinen interessiert sich überhaupt niemand, oder? Aber hier, das ist nicht schlecht, was Alex Godwin gemacht hat. Alex Godwin. Ja, der hat... Das ist echt gut. Wenn man reingeht, sollte man so eine Siedlung in Beschlag nehmen und dann einfach Geschütztürme aufbauen und zack, dann hat man immer Essen und Wasser. Ja, ich weiß nicht, muss man das nicht abholen? Wo landet das denn? Wird man wohl abholen müssen. Ich habe nicht gesehen, dass der einmal da gewesen wäre. Hier oben, Prograf hat angefordert hier, eingefordert. Hemlock Holds Wartung. Oh, da gibt es schöne Sachen. Gold, da gibt es Gold. Und die Maschinen, um das abzubauen, stehen auch alle schon da. Ich glaube sogar mit Energie versorgt. Da braucht man auch nicht viel zu machen. Gegner habe ich da oben in der Gegend jetzt nicht so viele gesehen. Aber die Gegend ist ziemlich, ziemlich hässlich. Und wir waren tagsüber da. Wer weiß, wie es da in der Nacht ist. Bestimmt total gruselig. Ist der denn da? Nee, die machen das alle so. Die fordern das an und hauen ab. Und wir bleiben immer da stehen, werden überfallen und haben nur Theater, weil wir bauen wollen. Ja, aber jetzt haben wir doch hier unser Camp. Da können wir doch bauen. Ach, da gibt es noch viel mehr Siedlungen. Schade, ich fand die erste Siedlung hier an Spruce Knob. Ja, da gab es vielleicht nicht viel. Aber so zum Verteidigen und so fand ich die sehr gut. Einfach so ein paar, wie heißen die, Gungi-Bretter hingelegt und da kam ja kaum einer rauf. Einmal ist einer irgendwie von außen hochgeklettert scheinbar. Ach, sei es drum, wir wollten noch hier was machen. Was habe ich gerade gesehen? Da ist jemand auf der Karte mit Level 62, kann das sein?
Was wollten wir denn machen? Ich hab vergessen. Wir wollten das hier, glaube ich, fertig bauen, oder? Vorher kann ich doch bestimmt auch keine Ruhe finden. Fertig bauen, ja. Was sagt denn eigentlich unsere Truhe? Wie viel Platz ist denn jetzt da drin? Boah, ist schon wieder voll geworden. Warum? War das nicht vorhin schon runter auf 200? Warum ist denn die jetzt schon wieder so voll? Hehe. Ich dachte, das aufbereitete Wasser, das kommt automatisch hier rein. Aus Astern können wir doch auch einen Tee machen. Wir haben doch da schon ein Rezept gefunden. Ja, da gucken wir aber erstmal. Denn das wäre ja zu schade, wenn irgendwas verdirbt bei uns. Müssen wir mal ausprobieren, ob hier die Leuchtpilzsuppe, ob das verdirbt. Ach so, das wiegt richtig was, so eine Suppe, ja. Ja, dann gucken wir mal. Und zwar, das kann man so lassen mit dem Balkon, finde ich gut. Hier vorne, da sollten wir noch irgendwie gucken, dass wir hier irgendwas ändern daran. Und daran wollen wir was ändern. Aber der Baubereich ist hier vorbei. Zu Ende. Das heißt, wir können hier eigentlich gar nichts mehr groß ändern. Ums Eck könnte es gehen. Da stimmt doch was nicht. Wollte ich doch gerade sagen, hier fehlt ja was. Ich wundere mich, dass die hier kein Wasser mehr herstellen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Und dabei haben die gar keine Energie hier. Ist da noch irgendwo einer kaputt gegangen? Warum gehen die kaputt, die Dinger? Ja, da müssen wir noch einen aufbauen. Das reicht ja nicht. Deswegen, Moment, das reicht aber doch mal. Ah. Das war's jetzt mit den Schrauben. Oh, hoppla. Ach, so geht das, ja. So vergesslich schon. Wieso war denn hier irgendwas kaputt? Ich verstehe es nicht.
Aufi, aufi, hier haben wir Platz geschaffen, so ein bisschen. Haben wir denn jetzt Beton vielleicht? Nö. 4 Beton brauchen wir. Haben wir gar nicht. Ah, hab ich mich jetzt. Ach, Nachbar ist das. Ja. Weit weg. Wieso geht G nicht? Ach, ich bin im Baumenü. Deswegen geht G nicht. So, winken wir mal. Was ist los? Oh, hoppla. Ich komme hier nicht mal raus. Was hat er denn? Warum läuft er weg? Achso, der hat Angst wegen des Kostüms, das wir anhaben. Ja, ich glaube, der hat Angst. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Tut mir leid, wir sehen oder haben wir irgendwas? Haben wir irgendwas? Wir sehen doch gut aus. Naja. Vielleicht wird es Zeit, das Kostüm zu wechseln, oder? Ist ja kein Halloween jetzt. Ach, mir gefällt das total gut. Hallo Nachbar. Oh. Ja, hat er seinen Schrottplatz jetzt aufgegeben? Der war so bepackt mit so einer fetten Powerrüstung und wir als kleine zierliche Anna Lucrezia. Das hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Sehr witzig. Was war denn das? Haben wir das auch? Moment. Nee, was war das denn? Was hat denn der für ein Zeichen gegeben? Das haben wir gar nicht. Dieses Panikzeichen. Der war doch in Not. Der war doch in Not? Oder ich habe das falsch verstanden irgendwie. Oder kann man da was kaufen, irgendwas? Ach, vielleicht war der verstrahlt oder was? Ja, vielleicht. So, wie bauen wir denn jetzt hier weiter? Ich weiß es immer noch nicht. Und die Folge ist gleich schon vorbei. Ah. Ja, sowas will überlegt sein. Wir haben hier zum Beispiel schon von Grund auf irgendwie falsch geplant. Deswegen bekommen wir hier vorne keine Treppe hin. Ja, wie will man hier planen? Das ist einfach ein Loch, wo wir gebaut haben. Wir bekommen da vorne keine Treppe hin und hier den Turm nicht. Den Turm nicht, weil wir außerhalb des Baubereichs sind und die Treppe nicht, weil... Ist das vielleicht ein Event? Wollte der uns... Der hat gar nicht voller Panik geschrien. Der hat vielleicht irgendwie... Findet da ein Event statt? Nö, ist doch alles in Ordnung mit seiner Siedlung. Hm. Verstehe ich nicht.
Ach so, vielleicht wundert er sich, dass jetzt seine Sachen da drin sind. Ist für alle da. Er oder sie. Ja, wie bauen wir denn jetzt hier weiter, Mensch? Ich weiß ganz genau, was ich will, aber es wird wohl nicht so einfach. Außerdem sind unsere Generatoren da im Weg. Hängen alle am Tropf, am Kabel hier. Kabel weg. Nein! Ah, das geht ja hier anders. Moment, Blaupause, nein. Bearbeiten. Oh, wir haben noch nie ein Kabel entfernt hier, fällt mir gerade auf. Wie kriegen wir denn die Kabel wieder ab? Bearbeiten. Aha. Und abbrechen. Nein. Oh Gott. Jetzt haben wir es aber. Wenn man einmal die Kabel gesetzt hat, kann man die nie wieder anders setzen. Dann bauen wir das Ding erstmal hier hin. Wir brauchen ein bisschen Platz da. Wir können wohl nur ums Eck bauen hier so ein bisschen. Wenn überhaupt. Wir kriegen ja nichts angebaut. Wir brauchen Beton. Ohne Beton kommen wir nicht weiter. Und selbst mit Beton kommen wir wahrscheinlich nicht sehr weit. Hey, was ist denn hier los? Hey, betrunken? So. Und wo waren wir gerade? Genau, hier waren wir. Das hängt in der Luft, deswegen geht das nicht. Oh nein. Vorsicht. Ist noch nicht fertig gebaut hier alles. Der ist ganz grün. Im Gesicht. Habt ihr das gesehen? Ein grünes Gesicht. Das war lustig. Wo hat er denn her, diesen Panik? Ach so. Ja, nochmal. Der hat wahrscheinlich irgendwas Giftiges gegessen oder so. Oder war schon sonst irgendwie am Ende. Ja, was machen wir jetzt? Da das nicht so funktioniert, wie wir das wollen, versuchen wir das mal mit einer Treppe vielleicht. Was kann man denn mit diesen Betondingern überhaupt machen? Da kann man gar nichts dran anbauen. Ja, man kann die hochbauen und wieder runterbauen. Das ist vielleicht nur so eine Zierde für außen. Das ist nicht zum Rauflaufen vielleicht. Was steht denn da, was es ist? Jetzt könnte man eine Treppe von hier aus bauen. Ah, guck an. Okay, ja. Ach, wir haben noch keinen Beton. Aber das wäre doch eine Idee. Ich möchte hier so eine Art Brücke haben gerne. Damit man sich oben drauf stellen kann und alles überblicken kann. Sowas ginge auch. Wäre mir auch egal. Aber das dockt alles nicht an. Komm, wir gucken mal. Was ist denn das da aus Beton? Was haben wir denn da? Das war ein Boden, glaube ich. Ja, ein Boden und kein Dach. Ja, sowas ginge ja auch noch. Ach, das wird doch... Ja, warum geht das? Und was können wir dazwischen bauen? Warum soll man sowas bauen? Welchen Sinn ergibt denn das? Da muss es doch ein Zwischenteil geben, irgendwie. Ja, das Zwischenteil ist hier oben, das. Entschuldigung. Das wäre das Zwischenteil. Aber bei uns ist alles zu hoch geraten, deswegen passt das nicht. Und selbst wenn wir Beton haben, dieses Teil hier passt auch nicht. Da. Hängt auch in der Luft. Geht auch nicht. Ach, ich bin gerade so unkreativ. Was können wir denn machen noch? Irgendwas mit einer Brücke. Ja, jetzt kommt's langsam, oder? Okay, ich sehe, die Pause ist vorbei. Nein, die Folge ist vorbei. Wir machen eine kleine Pause. Und beim nächsten Mal, da weiß ich, glaube ich, was wir machen damit. Wir bekommen das so hin oder so ähnlich, wie ich es gerne hätte. Aber wir gucken noch einmal. Oh, Moment. Genau, wir machen noch mal ein Bild. Ein schönes Foto. Wir müssen nicht nach jeder Folge ein Foto machen. Wir haben schon über 100 Fotos da. Die müssen wir mal aufräumen, glaube ich. Ja, genau. Wir machen kein Bild. Aber ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.